Also in meinen Schulzeiten habe ich einmal gratis Buch erhalten. Da hat es gerade die gratis Schulbuchaktion gegeben von Stauringer, Zauringer und Stöger. Ein kommentiertes Neues Testament. Das habe ich dann durchgelesen von Anfang bis Ende samt Kommentar und habe es auf Festplatten dann in den letzten 10 Jahren festgehalten. Das Buch ist dieses, das ist das Buch. Das hat, ich glaube, 700 Gigabyte und ich kann das wahrscheinlich nicht auf YouTube geben, aber ich werde es auf Server bereitstellen. Also, Stöger, Stauring und Zeilinger kommentiert das Neue Testament. Und ich habe es vorgetragen. Ich habe dazu 2,5 Jahre gebraucht. Von Anfang, also jedes, alles sozusagen, vollständig, taxativ. Ich habe mir gedacht, das ist auch ein Vermächtnis von mir, sollte man, weil ich immer Angst habe, befürchte, dass mir beim Motorradfahren vielleicht was zustößt, dass ich vielleicht tödlich verunglücken könnte. Ich habe mir gedacht, mache ich das, dass es der Nachwelt dann zur Verfügung steht mit wunderbarer Kulisse. Also eine Aufnahme schön im Hintergrund, die Kulisse als die andere. Dass da wirklich von dieser Sanftmütigkeit, die von mir ausgegangen ist, dann etwas zurückbleibt. Und natürlich auch den Herrn Stöger und diese anderen beiden Herren ein bisschen zu versteinen oder zu festzuhalten, aus ihrem Nichtsein herausreißen, wie denn das sein. Weil das waren, also der hat sehr einfach gesprochen, aber sehr besonnen sozusagen. Klare Sprache. Das, was er sagt, das stimmt so. Es ist ja einfach und schlicht, aber es ist sehr, also inhaltlich kann man da nichts mehr anfechten. Das passt, das ist eine Glanzleistung eines Lebens gewesen, eines Denkers sozusagen, eines Großartigen. Und einer, kann man sagen, hat dann die Bibel, die Heiligen Schriften kommentiert und der andere hat das alles festgehalten, 3 Jahrzehnte später wieder und wird dann wahrscheinlich ja in die Ewigkeit Bestand haben, dieses Werk, das wir da vollbracht haben. Das heißt, es muss nicht von jedermann konsumiert werden. Aber die Möglichkeit, verstehst, ist geschaffen, es denn geht kostenlos, frei, dann zugänglich zu machen. Und vielleicht 30 Jahre später wird wieder jemand kommen und sagen, der Hansi, der lebt schon 3 Jahrzehnte nicht mehr. Ich mache wieder weiter mit was anderes. Ich kommentiere wieder den Hansi. Kann ja sein. Der Benji ist der jüngste Sohn, der 144 Stammeshäuptlinge und 12 mal 12 macht 144 und daraus leiten sich diese Gekrönten ab. Servus Markus! Servus. Hast du denn dein Lebenselixier zu verlauten? Gar keins, danke.